Und da sind wir wieder zurück zu Risen 3. Oh, warte hier. Warte hier. Natürlich. Habe ich doch gesagt, wir klauen jetzt das ganze Schiff hier. Die ist ja einfach verschlossen. Stoßklinge, müssen wir es trinken, probieren, Gold und Jadestein. So, was brauchen wir? Null? Ich werde dich besser nicht aus den Augen lassen. Na, das kann ich hier von draußen machen. Ja, das ist schon ideal hier. Weißer Kristall. So, einmal speichern. Hier ist ein Hocker. Mehr haben wir hier echt nicht drin. Diese haben wir geleert. Dies ist auch leer. Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Ach, die ist schon leer. Da war doch was. Okay. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Tja, mehr gibt's hier also nicht. Jetzt muss ich schnell bei der Quest hier gucken. Was war denn das eigentlich? Irgendwas mit Monocle? Genau, ich glaube Monocle war das. Wer bietet das Pfeil hier? Einer unten. Er bietet das an. The Buddy. Nun, wie gut bist du mit dem Messer? Bring mir etwas bei. Was kannst du verkaufen? Der hat das Monokel irgendwo. Streitaxt. Ich dachte, der hat das Monokel. Was ist das? 30 bis 40 Schaden. Stichwaffe. Schaden 40 bis 60. Eine Klinge ist das. Dann Muskete, Steinaxt. Plankenbrecher. Kniebrecher, die haben ja Namen. Entermesser. Messer. Messer. Seelenfänger. Schaden 30 bis 60. Schwert gehört das. Dietrich hat er nur. Also er hat das nicht. Wie gut bist du mit dem Messer?
Hey, ganz langsam, ja? Ich will keinen Ärger. Ich meine, wie gut du ein Messer werfen kannst. Mann, sag das doch gleich. Ich würde sagen, ich bin ein ganz passabler Werfer. Ich trainiere jeden Mittag an der Wurfscheibe. Du kannst mich dann ruhig herausfordern, wenn du magst. Vielleicht muss ich das gewinnen. Bring mir etwas bei. Nur wenn die Kohle stimmt. Fingerfertigkeit 90, ja, da haben wir schon reingeguckt. Ja, das muss ich mir also beim Messerwerfen verdienen dann. Harry, wo ist, nee, wie hieß denn der? Wo sind denn die eigentlich alle? Hier hinten ist ja ein Bett gewesen auch noch. Aber da pennt keiner. Oh. Ich habe unseren Typen vergessen. Auf dem Schiff sehe ich gerade. Aber die Folge ist auch schon zu Ende. Somit sehen wir uns in der nächsten Folge. Oder haben wir schon eine neue Folge gemacht? Verdammt. Ich glaube nicht. Huch. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Und wir sind wieder zurück bei Risen 3. Ja, ich wusste halt. So, komm mit. Komm mit. Ja. Also hier liegt er nicht. Hier ist nämlich nur ein Bett besetzt. Es geht hier um eine widerspenstige Liane. Die habe ich schon. Oh. Die hat er schon. Was? Nein. Ich werde nie wieder tiefer in den Dschungel vordringen. Kein Gold der Welt kann mich dann vor dem Verderben retten. Und wer wird dann auf dich Acht geben? Lass uns bald von dieser Insel verschwinden, Hank. Wo sind denn die anderen? Hier ist es ja auch nicht. Ist er das? Vielleicht? Ja, das ist er ja doch. So. Ich habe Douglas gefunden. Und? Wo ist er? Er gammelt am Strand östlich von hier herum. Was? Der soll seinen Arsch hierher bewegen! Du verstehst mich nicht. Er ist tot. Verflucht noch eins! Hast du einen Beweis gefunden, dass das einer von Boos Meuter war? Nein, im Gegenteil. Sieht so aus, als ob ihn ein paar Spinnen auf dem Speiseplan hatten. Mist! Dann habe ich den Saufnasen da drüben Unrecht getan. Falls du es noch nicht getan hast, unterrichte auch Boos davon. Ich habe keine Lust, auf seiner Abschussliste zu stehen. Okay. Tja. So, dann haben wir Douglas. Mehr gab es ja, glaube ich, gar nicht zu machen. Ja, mit Boos werden wir gleich noch reden. Der hat hier ein Schiff gepennt, glaube ich. Falsche Seite. Da war doch was. Ein paar Probleme mit den Wasserträgern. Ich habe Douglas' Leiche entdeckt. Ha, wusste ich es doch. Und Harry hat ihn umgebracht, stimmt's? Es sah eher so aus, als hätten sich ein paar Spinnen über ihn hergemacht. Spinnen? Ja klar. Als nächstes willst du mir noch erzählen, der Gürger hätte ihn geholt.
Ich sag dir, wenn du vorhast, mit Harry gemeinsame Sache zu machen, verzieh dich. Ich lass mich nicht verscheißern. Tja. Der glaubt also absolut nichts. Was? Also wir werden uns weiter reinbegeben. Hier diese Strecke entlang. Da muss doch irgendwo eine Wasserquelle sein. Die lassen wir uns jetzt mal markieren. Kila, Kila, Kila. Buß, vernebelter Geist. Den Schatz haben wir auch. Wir haben hier mehr Schätze. Okay. So, der Eingeborene ist wo? Da steht er einfach. Okay. Buß von Nebel der Geist. Also muss ich einfach Harry und ihn zusammenbringen, irgendwie so, vermute ich. So, der Schatz. Das ist auch da oben, da oben haben wir jede Menge zu machen. Ist ja nicht normal. Der ist bei Petty. Schatz des Schwertmeisters. So, Wasserquelle, wo steckt die jetzt? Hier unten. Ja, da müssen wir eh lang. Was ich von den Zeichen der Nacht halt? Das ist doch offensichtlich. Aus der Dunkelheit werden wir beobachtet. Wir können uns ihren Blicken nicht entziehen. Und wenn der Schlaf dich übermannt, ist es schon zu spät. Ich warne dich. Ja, ich sollte mal umschalten hier. Doch richtig. Komm, Schafe. Wieso ist der tot? Den habe ich nicht getötet. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Ach komm schon. Jetzt. Och.
Monster gefunden. Lass mich hier voll treffen von einem doofen Mob hier. Ein Blümchen. Oh, da oben liegt eine Leiche oder was? Nee, tot ist er nicht.